Herzlich willkommen zum Festtagsspecial von Kochen mit Anixe, Gumanns schnelle Küche. Und Festtagsspecial bedeutet, der Jörg hat sich heute zwei Gerichte ausgedacht. Hallo Jörg, worauf dürfen sich unsere Zuschauer freuen? Hallo Tanja und hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir werden heute eine Hähnchenbrust gratinieren und mit Mozzarella füllen. Und als süßes Dessert am Ende machen wir ein frisches Erdbeerherz aus Eis. Jetzt bin ich gespannt. Okay, Jörg, ich denke mal, wir haben viel zu tun. Dann müssen wir auch gleich loslegen. Wie kann ich dir helfen? Ja, genau. Als erstes mal lasse ich dich die Erdbeeren putzen. Mhm. Dann weiß ich wenigstens, da machst du nichts falsch. So, das ist schau. Wieder nett von ihm, oder? Genau. Bitte schön. Du Danke. Kennst dich aus. Ich Einfach mich nur auch. Das Grün weg und dann kannst du mir eventuell noch halbieren. Ja? Okay, mache ich. So, liebe Zuschauer, während die Tanja jetzt hier die Erdbeeren für uns putzt, dankbarerweise, komme ich jetzt schon mal zur Hähnchenbrust. Ich habe hier vier frische Hähnchenfilets gekauft. Und die werde ich jetzt einfach nur salzen und pfeffern. Und dann werden die als allererstes mal in der Pfanne angebraten. Das heißt, wir würzen die jetzt gleich mal. Das muss ich Ihnen ja, glaube ich, nicht näher erläutern. Salzen, pfeffern. So, einmal. Also, du würzt die jetzt auch nur mit Salz und Pfeffer, oder? Jetzt nur mit Salz und Pfeffer, jawohl. Mhm. Und dann werden die kurz angebraten. Dann kriegen die eine schöne, knusprige Außenhaut, das macht auch viel mehr Spaß, wenn man die eben roh später in den Backofen stellt. Die werden später noch überbacken. Ja. Und deshalb kurz in die Pfanne damit und dann werfe ich auch schon mal den Herd an. So. Gut, und ich habe ungefähr die richtige Menge an Erdbeeren. Das ist noch etwas zu wenig. Noch ein bisschen mehr, okay. Ja. Dann hole ich mir noch welche dazu. Jetzt ist ja gerade Erdbeerzeit bei uns, obwohl man natürlich das ganze Jahr über Erdbeeren kaufen kann. Mittlerweile, weil irgendwo auf der Welt werden immer irgendwelche Erdbeeren angebaut. Genau. Aber da sie jetzt bei uns direkt vom Feld kommen und so aromatisch und süß sind, da kann man eigentlich gar nicht genug Erdbeeren essen. Nee. Denn im August ist diese Zeit ja auch schon wieder vorbei. Genau, zumal haben sie einen unglaublich hohen Vitamin-C-Gehalt und sind einfach mega gesund. Das muss man mal sagen, ne? So, liebe Zuschauer, bis jetzt das Olivenöl, das ich schon in der Pfanne habe, heiß ist für unsere Hähnchenbrust, habe ich hier schon mal einen Topf aufgesetzt. Den machen wir jetzt auch noch auf Power. Und dazu gibt es, jetzt muss ich überlegen, halt, falsche Kanne. Da brauchen wir ungefähr 200 Milliliter Schlagsahne dazu. Und das Ganze kochen wir auf. Das ist jetzt für was? Das ist jetzt für die Soße. Wollte ich jetzt gerade den Zuschauern erklären? Mhm, du warst okay. zu schnell. Ja, ich war beschäftigt ja, hier mit meinen Erdbeeren. Natürlich. Also, wir haben hier 200 Milliliter Schlagrahm, den machen wir jetzt heiß. Dazu kommt ein Schmelzkäse, können Sie neben dem Supermarkt kaufen. Das ist jetzt ein Sahneschmelzkäse, aber ohne Kräuter, ganz neutral bitte. Und der kommt jetzt mit in diese Sahne. Mhm. Und der Schmelzkäse macht das dann ein bisschen dicker? Oder? Der sorgt eben für die Bindung und natürlich später auch für diesen Gratin-Effekt. Ja. Weil das Ganze dann ja auch eine schöne Farbe bekommt. Ja, und nur die Sahne wäre ja zu flüssig. Wenn dann noch der Fleischsaft austritt von den Hähnchen, dann wäre das einfach nur noch so eine Brühe, die da drin rumschwimmt. Und das wollen wir natürlich nicht. Zudem machen wir am Ende noch ein paar Tagliatelle dazu, dass das Ganze komplettiert ist. Und ich muss sagen, also Nudeln ganz ohne Soße, das ist jetzt gar nicht so mein Ding. Ja, also manche mögen es ja mit Butter und Salz oder so, aber es ist schon leckerer mit Soße. Aber hierzu muss ich sagen, ist es jetzt nicht so passend. Genau. Ja. Aber das ist ja ein guter Tipp, weil das habe ich nämlich nie gemacht mit diesem Schmelzkäse. Ich glaube, ich habe mich da nie dran getraut, ehrlich gesagt. Also deswegen, liebe Zuschauer, probieren Sie es mal aus. Das ist bestimmt gut. So, und bis das jetzt mal richtig aufgekocht ist. Und da müssen Sie wieder aufpassen. Ich drehe jetzt auch die Temperatur etwas runter. Durch den Schmelzkäse brennt das relativ zügig an. Voilà. Okay, und das heißt, es köchelt jetzt dann gleich so vor sich hin? Das dampft ja schon? Das köchelt jetzt vor sich hin. Genau. Und jetzt hauen wir hier noch die Hähnchenbrüste in die Pfanne. Braten die. Wir legen die Hähnchenbrüste in die Pfanne. Jawohl. Pardon. Sie sehen, also Sie haben hier ein ganz, ganz tolles Gericht heute. Natürlich Vorspeise können Sie sich einfach raussuchen, was Sie dazu machen möchten. Machen Sie einen Salat oder machen Sie ein lecker Süppchen. Ne? Zurzeit ist ja Spargelzeit, man könnte jetzt ein Spargelsüppchen dazu machen zum Beispiel. Ja. Das wird passen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja, ich habe mir das Gericht ja auch überlegt, um vielleicht mal den Männern die Scheu zu nehmen, die noch nicht so sehr mit dem Kochen beschäftigt sind, um vielleicht mal ihre Frau zu überraschen, wenn es schon ein Festtag ist. Ja. Das ist also wirklich ganz leicht nachzukochen, da kann man auch fast nichts falsch machen. Also bitte keine Sorge, also für die Herren hier, die am Fernseher sind, kochen Sie es einfach mal für Ihre Frau, überraschen Sie sie damit. Da machen Sie sich ganz viele Pluspunkte. Genau. So, während das hier anbrät, hole ich mir noch etwas Basilikum, der ist da oben. Ja.
Und ich möchte nur kurz wissen, ob ich jetzt genug Erdbeeren geschnitten habe oder immer noch nicht. Perfekt. Perfekt. Ja. Okay, das ist dann gut. Kann ich im Moment irgendwas machen? Ja, du kannst mir kurz zuschauen. Genau. Liebe Zuschauer, wir brauchen jetzt frischen Basilikum und dazu und davon reichlich. Also wir pflücken den fast komplett weg. Ein bisschen was heben wir uns für die Dekoration auf. Hier ist noch ein schönes großes Blatt daneben dran gerutscht. Dankeschön. Jawohl. So, und ein Messer. Den hacken wir jetzt klein. Der kommt auch in unsere Sahnesoße rein. Wenn du möchtest, darfst du gerne mal durchrühren. Ja, gerne. Nicht, dass sie uns noch anbrennt. Sie hat auch schon so ein bisschen oben die Haut drauf. Deswegen ist es ganz gut, sie zu rühren. So, und wenn wir jetzt den Basilikum klein haben, geht er direkt mit in die Soße. Die Schmelzsoße funktioniert, ja? Ja, funktioniert hervorragend, riecht auch gut. Ja. Ich bin ganz fasziniert, dass es jetzt auch wirklich tatsächlich so flüssig geworden ist. Das war nämlich immer mein Problem. Ich habe gedacht, das bleibt dann so zähflüssig. Aber das wird ja dann auch wieder, ne? Ein bisschen... Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. So, der ganze Basilikum geht hier rein. Okay. Dann rühren wir das einmal durch. Wir nehmen jetzt nur einen Löffel. Im Schneebesen würde das zu sehr kleben aktuell. Mhm. So. Und dann darf ich probieren. Das ist der Vorteil, wenn man Koch ist. Da muss jetzt auch noch Salz und Pfeffer dran. Also auch das bitte nachschmecken. Weil die Sahne nimmt natürlich einiges vom Aroma. Ja. Das ist ja immer so mein Trick, wenn ich was versalzen habe, mache ich Sahne rein. Dann kann man es wieder essen. So. Das wäre eigentlich schon das ganze Hexenwerk für die Soße? Das ist jetzt die Soße, die wir zum Gratinieren nehmen. Natürlich packen wir ja auch noch etwas Mozzarella dazu. Das zeigen wir dann im nächsten Schritt, weil wir ja immer noch dabei sind, die Hähnchenbrust anzubraten. Sieht aber schon ganz gut aus, ne? Ja, man muss die nicht so dunkel machen. Ich gebe es trotzdem noch ein bisschen Power drauf. Okay. Damit die schön die Poren geschlossen sind. Ja. Dann bleibt auch der Fleischsaft in der Hähnchenbrust drin. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil. Bis gleich. So, hier sind wir wieder, liebe Zuschauer. Und der Tanja habe ich mittlerweile schon wieder eine neue Aufgabe gegeben. Und zwar haben wir jetzt die Sahne in eine Schüssel zum Aufschlagen. Und dazu kommt ein Päckchen Vanillezucker. Das finden Sie natürlich auch alles nachher wieder im Rezept. Und dass wir eh nicht so viel Lärm machen, haben wir gedacht, das machen wir einfach in der Pause. Und ich glaube, die ist auch schon fertig. Fertig! Super. Juhu! Genau. Ja, die Schmelzsoße für zum Gratinieren haben wir ja auch soweit fertig. Jetzt kommen wir zu den Erdbeeren, liebe Tanja. Genau. Da muss ich jetzt gleich was machen, ne? Ja, da musst du gleich was machen. Nehme ich mal an. Und zwar brauchst du dafür 2 Esslöffel Puderzucker. Ja. Und die kommen in die Erdbeeren rein, bitte. Jawohl. Und dann kannst du die mixen. Ich denke nur, wir warten ein bisschen mit dem Pürieren, weil das auch wieder so viel Krach macht während der Show. Ja. Und ich erzähle Ihnen in der Zwischenzeit noch, wie es hier weitergeht mit der Hähnchenbrust. So, die haben wir jetzt aus der Pfanne raus. Die sind angebraten von allen Seiten. Und jetzt schneiden wir hier eine Tasche rein. Aber nicht ganz durchschneiden, sondern nur ein Stück auf. Und dann sieht man, die ist noch schön rosa in der Mitte. Das heißt, da ist auch der ganze Fleischsaft drin. Ich kann das ja mal so reinzeigen in die Kamera. So soll das Ganze aussehen. Das sieht auch wirklich großartig aus. Also das ist ein richtig schönes Stück Fleisch, muss man so zu sagen. Ich freue mich auch drauf nachher, wenn wir es selbst essen dürfen. Ich gönne es allen, die Fleisch essen, das essen zu dürfen. So, und jetzt haben wir hier etwas Büffelmozzarella. Das sind jetzt kleine Kugeln. Sie können natürlich auch einen großen Mozzarella kaufen. Und jetzt drücken wir da überall einfach einen rein. Eine nur? Der Rest kommt drüber. Der Rest kommt drüber, alles klar. Ich dachte 2. Du dachtest 2, so viel kriegen wir nicht unter. Da müssten wir andere Taschen schneiden. Da kommt einer rein. Wir wollen ja nur, dass das Ganze innen auch noch ein bisschen käsig ist, weil auch Käse ist ja wirklich, macht ja immer Spaß. Das macht gerade wirklich bei so überbackenen super viel Spaß Sachen. Drinnen. Ja. So, und dann habe ich hier eine Auflaufform. Und das setzen wir die jetzt einfach rein. Ich stelle das mal hier rüber, dann kannst du vielleicht die Deckenkamera sehen, besser hier sehen. Ist unser Basilikum Sahne-Schmand, nee, nicht Schmand, sondern Sahne, Käse, so keine ähnlich. Ahnung was Soße. Die Zuschauer wissen es bestimmt. Genau. So, das kommt hier rein und jetzt haben wir hier noch ein paar Kirschtomaten und die halbieren wir. Und die kommen dann einfach dazu? Und die kommen dann mit in den Ofen. In den Backofen? Ja. Okay.
Siehst du, das hätte ich eigentlich auch dir geben können. Stimmt, den das hätte Job. Ich jetzt auch auseinanderfriemeln können, aber ja. Du wolltest mich ja nichts machen lassen. Nein, ich durfte ja immerhin was machen diesmal, liebe Zuschauer. So langsam, aber sicher werde ich integriert. Das ist schon ganz schön. Ja, bleib dann hier. Lassen wir die mal hier. Zack, die zwei noch. So, dann schneide ich die schnell und dann werfen wir die direkt hier rein und dann arbeiten wir sogar neben dem Brett hier. Jawohl. Geht ganz schnell, bang, bang. Und das kommt dann ohne, also einfach so, wie es jetzt ist, in den Backofen? Oder? Die Soße kommt jetzt noch die drüber. Die Soße kommt jetzt drüber. Ja. Ah, ja. Ich beeile mich jetzt nur etwas, genau, dass wir nicht die Sendezeit zu sehr strapazieren. Aber wissen Sie eigentlich was? Ich wollte Ihnen was über Mozzarella erzählen, weil er das ja jetzt da reingemacht hat und später dann auch noch nimmt, um es eben quasi zu überbacken. Ne? Dann beeile ich, weil genau, ich muss den Zuschauern noch was erzählen. Genau. Also es ist so, dass Mozzarella wird ja erhitzt bei der Produktion, also wenn es quasi gemacht wird. Und dann wird dieser Käse langgezogen und es ist eigentlich total witzig, bei 80 Grad wird er langgezogen und dann werden Stücke abgeschnitten und erst zu Kugeln geformt. Und das bedeutet, es gibt nämlich ein bestimmtes Wort, Mozzarella heißt also eigentlich langgezogener Käse, wenn man es wörtlich übersetzt. Das ist total interessant, habe ich nämlich nicht gewusst. Du hast noch zwei Tomaten Zeit? Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, damit Sie wissen, dass der Name Mozzarella auch tatsächlich eine Bedeutung hat. So. Danke. So, liebe Tanja, das darfst du jetzt hier drüber gießen. Ja. Und ich komme schon schnell zum Schmand für unser Eis. Dazu brauche ich eine Schüssel. Ich muss es gerade noch mal umrühren, das hat ein kleines Häutchen gebildet. Ja. Genau. Dann nehmen wir jetzt mal das Brett weg, wo wir das Fleisch drauf zubereitet haben. Stellen das einfach mal hier hinten ab. Ich lege das gerade dahin. Danke. Gleichmäßig darüber verteilen. Am besten übers Fleisch. Wir wollen am das Fleisch ja gratinieren. Das Fleisch, okay. Mhm, der Rest ergibt sich von alleine. Jawohl. So, dann haben wir hier den Schmand. Wir sind nämlich jetzt bei unserem Eisdessert wieder. Wir müssen ein bisschen switchen und parallel arbeiten. Aber das machen Sie zu Hause ja auch? Ja, natürlich. Und wir haben wieder keine Löffel mehr. Wahrscheinlich hat das Team hinten aus dem Büro wieder alle Löffel geklaut. Wir müssen noch mal welche kaufen. Das mit den Löffeln, das ist wirklich eine Sache. Das kennen Sie bestimmt auch. Die verschwinden ständig. So. So. Ist das korrekt? Das ist wunderbar. Du darfst das bitte in den Backofen tun. Okay. Bei 200 Grad ungefähr 20 Minuten. Ich habe schon vorgeheizt und auf der richtigen Schiene ist es auch. Und jetzt, der Mozzarella kommt später drüber. Der Mozzarella kommt nachher drüber. Mach nachher ruhig mal rein, ja. Jawohl. Muss man sich immer rechtfertigen heute vor der Moderatorin. Haben Sie das gemerkt, liebe ja, Zuschauer? Ja, ich frag nach. Ich will es ja vielleicht auch da mal versuchen jetzt, bekommen. Da kommen jetzt zwei Esslöffel Zitronensaft drüber. Und ich als Koch habe das so ungefähr so ein Maß ja, in der Hand. Et voilà. Und der Rest vom Puderzucker bitte. Hast ja. du zwei Löffel bei dir zwei rein? Zwei Löffel habe ich rein. Ja. Das sieht mir ja aus wie zwei Löffelchen. Nee, ich habe wirklich zwei Esslöffel. Das ist jetzt wieder zu viel, denke ich. Dann schmeckt es nachher wahrscheinlich nicht. Doch, es wird wahrscheinlich sehr gut schmecken, weil es viel zu süß ist. So, Vorsicht bitte. Ja. Ups. Na. Also bei dem Eisgericht ist es so, dass es... Jetzt rühren wir den Puderzucker in den Schmand unter und jetzt darfst du mir schon mal die Sahne geben. Genau. Und dann wird die Sahne untergehoben. Soll ich anfangen, das... Du darfst jetzt bitte mal pürieren, das ist eine gute Idee. Würde ich nämlich mal. Also, wir machen jetzt das Erdbeermark fertig, das wir nachher auch für den Geschmack brauchen und auch zur Dekoration. Und ich mache die Eismasse. Also, wir haben hier Schmand, Puderzucker, Zitronensaft. Und dazu kommt jetzt die geschlagene Sahne. Und liebe Zuschauer, nehmen Sie besser einen Schlesinger dafür oder einen Teigspatel, damit das Volumen von der Sahne ein bisschen erhalten bleibt. Ich habe jetzt leider keinen hier. Stellen Sie sich einfach vor, ich hätte einen. Aber es wird trotzdem. Also dann, wenn man schon mit dem Schneebesen arbeitet, ne? Genau. Dann wirklich ganz vorsichtig unterheben. Okay, ich darf beginnen ja, hier bitte, oder stört bitte. Ich das nein, beim nein, Reden du darfst, jetzt? Du darfst Vollgas Jawohl. Geben. Jawohl. Dann mache ich die armen Erdbeeren platt. Ich hoffe, Sie hören uns jetzt noch, liebe Zuschauer. So. Und dieses Eisgericht, das hat, besteht dann aus mehreren Schichten? Nein, das machen wir, das hat keine mehreren Schichten. Okay. So. Das werde ich ja dann gleich sehen, wie ja. das dann aussieht. So, und damit haben wir auch schon unsere Eismasse fertig. Okay. Liebe Tanja, bitte. Ich mache weiter? Weiter. Jawohl. Habe ich gesagt aufhören? Nein, bitte weitermachen. Und schauen Sie mal, liebe Zuschauer, ich habe Ihnen jetzt was ganz Tolles mitgebracht. Oder beziehungsweise auch an die Herren. Eine Herz-Silikonform. Da sieht es natürlich noch besser aus, Ihr Dessert, das Sie dann vielleicht für Ihre Gattin zubereiten. Mal gucken, so, das sieht jetzt toll aus. Das müsste eigentlich, ne? Perfekt. Müsste perfekt. Geklappt haben. Ja. Jawohl. Dann nehme ich dir das auch schon mal ab. Genau. Und jetzt kommt die Hälfte von dieser Erdbeermasse.
hier hinein, beziehungsweise 2/3 können wir ruhig nehmen. Ich habe jetzt einen Rest übergelassen, das nehmen wir nachher für die Dekoration. Stellen wir hier auch mal ab. Und das wird einfach untergerührt? Ja. Okay. Wunderbar. Und dann kommt das gleich, also wirklich sehr süß hier in Herzform. Und Silikon ist eigentlich auch eine ganz klasse Geschichte, denn das kann man wunderbar ohne irgendwelche Probleme lösen. So, und als letzter Akt hier im zweiten Teil füllen wir jetzt einfach unsere Förmchen. Kann ich dir dabei irgendwie helfen? Nein. Einfach nur zugucken? Okay. Ich hätte wahrscheinlich jetzt wieder alles verschüttet. Ja, das mache ich auch. Bloß man sieht es später nicht mehr. Genau. Jetzt brauchen wir noch einen Spatel und noch einen Löffel. Das ist Soll etwas, ich dir einen sauber machen? Ich mache dir einen sauber. Das ist etwas verhext hier. Genau. Also, bis ich hier einen sauberen Löffel bekomme, helfe ich mir jetzt mal damit aus. So, bitteschön. Einen sauberen Dankeschön. Löffel. Du kannst mal schauen, ob du noch etwas Masse hier rausgraben kannst. Ich denke schon. Ja. Also, liebe Zuschauer, nur damit Sie wissen, wo Sie das Rezept oder die Rezepte für dieses Festtagsmenü finden, gehen Sie einfach auf. Ne? So, gut so. Gehen Sie einfach auf www.annixehd.tv/kochshow. Dort finden Sie dann wieder Fotos zu den Gerichten. Da gehen Sie einfach drauf. Und unter der Beschreibung, der Kurzbeschreibung des Gerichts, gibt es einen kleinen Hinweis. Das heißt hier der Link für das Rezept. Da klicken Sie drauf und dann bekommen Sie das Rezept. Das können Sie auch ausdrucken und dann haben Sie das immer zur Verfügung. So, und diese ganze Masse, die geht jetzt wenigstens für 4 Stunden bitte ins Tiefkühlfach. Also nicht in den kleinen Mini-Kühlschrank oben ins Eiswürfelfach rein. Das ist etwas zu wenig. Noch besser ist es, Sie machen es einen Tag vorher und lassen es einfach eine komplette Nacht durchfrieren. Und das tun wir jetzt. Tanja, du kannst ja schon mal sagen, wann wir uns wiedersehen. Und ich bringe das schon mal ins Eisfach. Genau. Ja, wir sehen uns gleich wieder, würde ich sagen. Wenn er das nämlich ins Eisfach gebracht hat und wieder bei mir zurückgekommen ist, dann werden wir das alles vorbereiten, was jetzt gerade gekocht wurde. Und Sie sehen dann, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, da sind wir wieder und jetzt ist schon einiges fertig, ne? Wir müssen jetzt weiter... Fast fertig. Ja, okay. Wir haben jetzt die Hähnchen ungefähr 15 Minuten drin und wie es die Tanja vorhin schon angesprochen hat, natürlich gratinieren wir auch mit Mozzarella. Ich habe mich nur dafür entschieden, bei den hohen Temperaturen, 200 Grad, den relativ am Ende dazu zu packen, sonst verbrennt mir das Ganze. Ich möchte nämlich auch noch etwas Parmesan dazu geben, dann wird es noch ein bisschen pikanter. Ich hole das Ganze jetzt mal raus. Und du könntest mir in der Zwischenzeit ja schon mal einen Teller raussuchen, den wir fürs Dessert nehmen. Oh ja, gerne. Geht das? Das geht, ja. Okay, ich bin da immer so ein bisschen ängstlich. Ja. Alles, was heiß ist, finde ich irgendwie also nicht so prickelnd. Also sie ist ängstlich ihretwegen, nicht meinetwegen. Das doch, nicht. Seinetwegen, denn wir wollen unseren TV-Koch noch ein bisschen haben. Ich würde diesen Teller haben wollen. Bitte schön, ja. Nicht auf den Herd, sondern nebendran, weil hier ist jetzt heiß. Mhm. So, das sieht, glaube ich, schon ganz gut aus. Die Kamera kann es vielleicht ganz gut entnehmen von der Decke. Und jetzt haben wir hier noch etwas Mozzarella. Ja, spannend ist jetzt die Kombination mit Parmesan, aber klingt gut. Ja. Wenn wir schon mal so ein Gericht machen, wo auch so Fertigprodukte dabei sind wie Schmelzkäse, den ich normalerweise nicht regelmäßig verarbeite, aber es gibt halt einfach ein tolles Aroma. Ja. Und es passt ja wirklich ganz toll zu den Tagliatelle. Also Sie sehen, das ist jetzt für 4 Personen, ne? Je nachdem, wie viele Hähnchenbrüste man sich zutraut, ist das für 4 Personen. Und also ich würde sagen, ja. Das Tolle ist einfach, dass es jetzt wirklich eigentlich quasi nebenbei gelaufen ist, während jetzt zum Beispiel wir das Eis fertig machen konnten, beziehungsweise das Dessert. Und dann hat das da drin gebacken. Das passt also super, wenn Sie das vorbereiten. Das geht ruckzuck. So, und jetzt kommt der Parmesan drüber. Das gibt dem Ganzen halt nochmal eine ganz besondere Note. Passt auch toll zu den Tomaten. Ja, die muss man auch nicht extra würzen. Da ist dann so viel Schärfe drin, auch durch den Käse. Also wir freuen uns ja immer über unsere Deckenkamera. Jetzt können Sie richtig schön sehen von oben, wie das aussieht. Und jetzt kommt noch ein kleiner Geheimtipp. Das ist so eine Firma, die haben Sie bestimmt schon mal im Supermarkt gesehen. Das ist Kräuterbutter. Und glauben Sie mir, dann wird es noch lustiger. Ach, das ist ja der Hammer. Also ein so ein Streifen Kräuterbutter drüber. Da könnte sogar ich wieder zum Fleischesser werden hier heute. Ernsthaft. So, dann machst du mir bitte den Herd auf, den Backofen. Und dann geht es weitere 5 Minuten da rein und die Zwischenzeit, jetzt ist mir die Kräuterbutter runtergefallen, das machen wir schnell hier. Geht das?
Yes. Jawohl, so, hervorragend. Meine Hand ist gar. So, das hat funktioniert. Gut. Jetzt würde ich sagen, ich habe Durst. Und Gell? Ich habe euch ja was mitgebracht. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass er das sagt. Denn wir haben ja eine schöne Tradition, heute ein bisschen später in der Sendung. Aber trotzdem, du hast was Tolles mitgebracht. Ich hole es mal heraus. Einen Cremant habe ich diesmal dabei, und zwar in Rosé. Das ist mal ein schönes Mittelstück zwischen Champagner und Sekt. Direkt aus dem Elsass mitgebracht. Der ist trocken. Passt deswegen hervorragend. Du kannst ruhig öffnen, während ich den Gästen erzähle, was wir trinken. Und ja, passt hervorragend zu dem Erdbeerdessert am Ende, weil er eben auch so die Erdbeeraromen nochmal unterstreicht. Und da er trocken ist und fruchtig, passt er auch hervorragend zu unserem Hauptgericht. Und weil es ja ein Festtag ist, gibt es heute was mit Kohlensäure drin. Und da fand ich das die ideale Mischung dafür. Genau, und da ist es auch egal, welcher Festtag. Ne? Wir haben ja noch ein paar, die da jetzt kommen. Und das passt einfach immer großartig. So, und ich fange schon mal an mit dem Dessert, beziehungsweise mit dem Anrichten. Wir haben die Eistörtchen jetzt aus dem Tiefkühler geholt. Ich habe die natürlich schon gestern einmal vorgearbeitet für Sie und Probe gegessen. Und ich nehme große Gläser, weil wir haben großen Durst, würde ich sagen. Also man kann auch gerne den Cremant mal aus einem Weinglas, aus einem hohen Weinglas trinken. Manche Menschen mögen es auch gerne, noch mal Eiswürfel da rein zu machen. Dafür ist der fast zu schade, aber geht natürlich auch. Ich finde aber, dass es auch trotzdem hübsch aussieht in solch einem Glas. So, liebe Zuschauer, das sind unsere Herzeisförmchen. Ich denke, das ist ja ganz süß und das da freut sich jede Frau darüber, wenn sie mal ihr Dessert so serviert bekommt. Ich denke, man sieht es auch gleich von der Deckenkamera. Aber ich denke doch nicht nur Frauen, oder? Da gibt es doch auch ein paar Herren, die es mögen, wenn sie ein Herzeis bekommen. Ja, also wenn du mir jetzt eine Portion Schokoladeneis geben würdest, dann könnte es auch in Kugelform sein oder vielleicht noch lieber in so einer 1-Liter-Box, dann wäre ich richtig glücklich. So, dann heben wir die schon mal drauf. Ist das so in Ordnung für dich oder perfekt, möchtest du mehr? Perfekt. Nee, das reicht zum Anstoßen. Das reicht für den ersten Schluck. Genau. So, wir hatten noch irgendwo so einen schönen Stöpsel. Den hätte ich gerne. Da ist er. Upa. So. Das heißt also, du hast jetzt das Erdbeermark, also dieses, was wir da vorhin gemacht haben, was ich pürieren durfte, unten drunter auf dem Teller angerichtet. Das ist jetzt ein Soßenspiegel und jetzt brauche ich noch ein paar Erdbeeren, Verzeihung. Jawohl. Und frische Minze sehe ich da jetzt. Und frische Minze passt natürlich hervorragend zu den Erdbeeren. Und das duftet. Ach, ich wünschte mir manchmal, es gäbe mittlerweile Fernsehen, wo Sie dann auch den Duft erriechen können, wenn das Sie am Bildschirm sitzen. Das gibt es bestimmt bald, genau. Also das sieht schon großartig aus und das ist dann quasi jetzt eine Portion. Ne? Pro Portion so eine Portion. Also zwei Herzen sind zwei Portionen, ja? Nein, das meine ich ja auch. Ein Herzchen, das war genau das, was ich gerade sagen wollte, pro Person. Das reicht wirklich, das hat Fundament. Da ist ein bisschen was hinter. Brauchst du noch Erdbeeren oder kann ich sie wieder wegschieben? Ja, das reicht. Gut. So, und dann hätten wir unser Dessert schon fertig und jetzt ist unsere Möglichkeit, was zu trinken. Und dann holen wir auch schon die Hähnchenbrust raus. Ich schau mal. Das sieht hervorragend aus. Ja, das sieht gut aus. Dann stoßen wir erstmal an mit dem Cremant. Zum Wohl, liebe Tanja. Zum Wohl, liebe Zuschauer. Und schöne Festtage, wenn Sie das nachkochen. Das wird bestimmt großartig. Und ich glaube, Sie werden von Ihrer Familie dafür gefeiert. So, du hast ja aber, darf ich das zur Seite stellen? Also den könnte ich auch ohne Essen trinken. Der ist wirklich hervorragend. Den darfst du zur Seite stellen. Da brauchen wir den nächsten Teller. Bitte. Jawohl, da habe ich mir den schönen blauen hier ausgesucht heute. Auf die Mitte? Ja, bitte. Jawohl. Ich stehe immer so ein bisschen im Weg. Ich bleibe hier ganz ruhig stehen und hoffe, dass er mich nicht verbrennt, wenn er das jetzt rausholt. Jetzt schauen Sie mal, liebe Zuschauer. So sieht das Ganze aus. Ich denke, das ist auch optisch einfach sehr, sehr ansprechend. Ja, das ist es. Und du hast ja dazu noch die Tagliatelle. Ich habe dazu noch Tagliatelle, die... Soll ich die jetzt auch noch gleich mit dazu anrichten? Ich würde sagen, dann müsstest du die Sachen bitte vom Herd runter, denn dann muss ich ja nochmal kochen. Aber ist überhaupt kein Problem. Dafür brauche ich exakt 2 Minuten. Ja, genau. Also Sie könnten theoretisch auch was anderes dazu machen. Ja. Der Jörg hat sich jetzt für Tagliatelle entschieden, weil es auch einfach schön aussieht und gut dazu schmeckt. Genau, und ich habe eine tolle Soße dabei und da finde ich jetzt einfach Tagliatelle wirklich passend dazu. Die nehmen auch relativ viel von der Soße auf. Das ist ja auch immer ganz wichtig bei der Pasta. Ja. Ja.
Dann nehmen wir jetzt einfach die Tagliatelle, die habe ich schon mal vorgekocht. Genau, das stelle ich mal ein bisschen weg. Und etwas Olivenöl dazu. Innerhalb kürzester Zeit. Gut. So, dann könntest du mir gerade noch ein paar Basilikumblätter abzupfen, so 4, 5 Stück bitte. Gerne. Apropos Basilikum. Basilikum wird ja auch Königskraut genannt. Das wusste ich gar nicht. Das finde ich so einen tollen Namen dafür. Denn Basilikum passt ja einfach zu allem. Also, ne? Oder gibt es irgendein Gericht, wo es jetzt nicht zu passen würde? Boah, gute Frage. Also ich habe gedacht, ich kenne ja schon alle Fragen, liebe Zuschauer. Aber jetzt habe ich ihn mal wieder erwischt. Ich habe eine Frage gestellt, wo er keine Antwort drauf weiß. Das ist doch hervorragend. Außerdem ist Basilikum entzündungshemmend. Das heißt, wenn Sie einen Sud davon kochen und den zum Beispiel gurgeln, ist es hervorragend gegen Entzündungen im Hals. Oder aber, wenn Sie es trinken, sogar gegen Magen-Darm. Also Basilikum ist der Hammer. Nicht nur zum Essen. Reicht das oder möchtest du noch mehr? Das reicht wunderbar. Okay. Ein kleines Plätzlein hier. Also Sie sehen, Tagliatelle kann man auch schnell erwärmen. Olivenöl, ich koche die immer vor, schrecke die ab. Dann sind sie definitiv immer al dente auf dem Punkt, beziehungsweise wie man sie eben haben möchte. Und dann mache ich sie in der Pfanne mit etwas Öl und ein paar frischen Kräutern, Salz und Pfeffer, nochmal warm. Das Ganze dauert 2 Sekunden bei ihm. Bei mir genannt 2 Sekunden sind natürlich 2 Minuten. Und in der Zwischenzeit hole ich jetzt schon mal die Hähnchenbrust hier raus. Ja. So. Ach, ich habe so Hunger, liebe Zuschauer. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, du hast mir erzählt, du bist gerade am Fasten, ne? Ja, seit 15 Tagen nehme ich jetzt gerade wieder keine Lebensmittel zu mir. Nur Tee und Wasser. Genau. Und ja, und dann muss er auch noch eine Kochshow machen. Das ist richtig gemein. Ja, und ich bin wieder auf der Suche nach Löffeln, liebe Zuschauer. Wir haben vorhin extra welche sauber gemacht. Sind die schon wieder alle weg? Wir haben wirklich zu wenig. Also für das nächste Mal, vielleicht möchten Sie uns mal ein Paket Löffel schicken. Ja, genau. Nein, das ist Spaß. Das müssen Sie nicht. So, jetzt kommt da noch etwas. Hui, heiß. Natürlich noch etwas darüber. Oh. So. Das duftet. Jetzt riecht man eine Kombination von dem Basilikum, Kräuterbutter, Hähnchenbrust, Erdbeeren, also es ist unglaublich. Na, denken Sie daran. So, die Nudeln sind auch fertig. Okay, dann kannst du anrichten. Dann kann ich jetzt fertig anrichten und wenn du möchtest, darfst du den Zuschauern noch ein bisschen was erzählen oder einfach nur aufs Essen warten. Ich wollte nur noch sagen, denken Sie an die Rezepte. Wir haben mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Rezepte jetzt schon auf unserer Homepage www.anixahd.tv/kochshow. Wir hatten ja auch mal noch ein Gericht, wir hatten es vorhin von Erdbeeren. Erdbeeren kann man ja auch pikant zubereiten. Das bedeutet, denken Sie an unser Mozzarella-Erdbeersalat, den wir das letzte Mal gemacht haben. Auch den können Sie quasi sich raussuchen, das Rezept, und nachmachen. Deswegen Erdbeeren nicht nur süß, sondern eben auch salzig zubereiten. Und halt jetzt haben wir hier die neuen Rezepte. Aber egal, was wir bis jetzt gekocht haben, da ist bestimmt für jeden was dabei. Auch jemanden für mich, ein Pesketarier, findet da auf jeden Fall Rezepte. Und auch sogar Kuchen und Desserts, alles, was das Herz begehrt. Schauen Sie mal rein. So schaut das Ganze aus. Man kann es, glaube ich, von oben auch ganz gut sehen, liebe Zuschauer. Das ist also unser heutiges Gericht. Genau, ich hole das unser Festtagsgericht. Ein Erdbeereistörtchen selbstgemacht mit frischem Erdbeermark und eine gefüllte und gratinierte Hähnchenbrust mit Mozzarella, Parmesan. Und mein Geheimtipp ist natürlich nicht im Rezept, doch, ich schreibe es mit ins Rezept rein, etwas Kräuterbutter oben drauf, lassen Sie sich überraschen. Und dazu einfach klassisch Tagliatelle. Das passt am besten zu der Soße. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und natürlich guten Appetit. Und einen schönen Festtag.